Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu unserer Tippsendung von OneX2.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal gehen wir am Samstag nach Meydan. Da warten tolle Grupperennen auf uns und natürlich am Sonntag nach Cannes-sur-Mer in das Kriterium der Vitesse, das Sprinterrennen über die Meile, 1609 Meter, hochdotiert, hochkariert. Und da werden wir am Sonntag hingehen. Erstmal zunächst nach Meydan am Samstag. Tolle Rennen. So langsam nähern wir uns dem großen Renntag. Der findet nämlich Ende März statt. Das sind hier die Vorbereitungsrennen. Und das erste Rennen, in das wir reingehen, ist das Jebel-Hatter-Rennen. Für Vierjährige und Ältere 1800 Meter die Distanz. Ja, und hier haben wir eigentlich einen hohen Vorausfavoriten. Das ist Barney Roy. Das Pferd gewann zuletzt in Meydan wie eine Maschine, kam vom Juni letzten Jahres. Das Pferd mit den weißen Beinchen. Ja, und der hat schon einige Schlachten geschlagen. Ein wahres Gruppe-1-Pferd, muss man sagen. Pendelte immer so zwischen 1600 und 2000 Meter hin und her. 1800 Meter sind für ihn ideal, also genauso wie damals für Cyrus de Aigle. Also die 1800 sind hier seine Distanz. Und es ist der zweite Start nach Pause für Barney Roy. Dreamcastle hatte zuletzt gegen Barney Roy nichts entgegenzusetzen, wurde dort Zweiter, hat danach noch einen Start bekommen über 1600 Meter, war dort knapp nur geschlagen Dritter. Die 1800 Meter sollten ihn aber besser passen. Kommen wir zu langsam rein. Er hat dieses Rennen im letzten Jahr gewonnen und war danach im großen Rennen im Dubai Turf als Favorit nur Letzter. Also Dreamcastle hier, ein Pferd, was man auf der Rechnung haben sollte. Spotify, das Pferd ging lang nicht mehr unter 2000 Meter. Zuletzt vor Jahren in England. Sein Debüt war gut, musste aber gegen den Bomber Gaia ziehen lassen. Also der gewann letztes Mal mit 8 Längen. Da hatte Spotify nichts entgegenzusetzen. Aber das Pferd kann Barney Roy gefährlich werden. Das vierte Godolphin-Pferd ist Magic Lily. Die Studie gewann zweimal souverän und ist so die Wundertüte des Rennens. Die Blauen natürlich hier, die werden das Rennen ganz klar unter sich ausmachen. Barney Roy muss noch mal einen Sprung gemacht haben, denn die anderen werden lauern. Aber der ist so gut, der Barney Roy, der gewinnt für mich dieses Rennen hier, auch wenn es nicht viel am Toto geben wird. Der Tipp für mich im Jebelhatter am Samstag in Meydan. Dann geht es weiter in das Dubai City of Gold Rennen, das Gruppe 2 für Vierjährige und Ältere über die Derby-Distanz 2400 Meter. Ja, und Roger Varian, der startet hier Defoe mit Andrea Azzeni. Das ist natürlich der Hingucker dieses Rennens. Einzig allein im King George musste er letztes Jahr passen. Im Gruppe 1 ist der aktuelle Coronation-Sieger. Und auch dieses Pferd haben wir schon mal in Deutschland gesehen, in Baden und in Riem, konnte aber dort nicht gewinnen. Sein letzter Start ist im Juli 2019 gewesen. Aktuell der Kurs unter 20. Desert Encounter war letztes Jahr Dritter in diesem Rennen. Dieses Mal haben sie ihm aber einen Vorbereitungsstart gegeben. Der war aber nicht sonderlich gut. Fünfter von sechs, den wird er auf jeden Fall gebraucht haben. Ich denke mal, er wird sich von einer anderen Seite zeigen. Gruppe 3 Siege in England errungen. Und zweifacher Gruppe-1-Sieger in Kanada. Wenn Defoe noch nicht so weit ist, dann ist er auf dem Papier der erste Widersacher. Aber für mich der Gegner, der Hauptgegner wird Pablo Escobar sein aus dem Heggesstall. Ein Galileo-Sohn, der noch nicht übermäßig oft an den Start gebracht wurde. Zuletzt ein starkes Reentree im Maidan, das war in einem Listenrennen, unterlag dort nur Universal Order, der zwar die Form nicht aufwertet, aber das macht nichts. Das Pferd, da halte ich sehr viel davon, war letztes Jahr Zweiter im Derby Trial in Lingfield hinter Anthony van Dyck, der ja Dritter im Breeders' Crown war. Also Pablo Escobar für mich ein Pferd, was man entwickeln kann in diesem Jahr. Und ich gehe auch mit dem Pferd Defoe, der muss schon auf der Höhe sein, um die beiden hier zu packen. Kommt aus einer sehr langen Pause und es macht gar nichts aus, wenn er hier platziert ist. Aber Pablo Escobar, das wird einen guten Kurs geben und deswegen ist das mein Tipp im Dubai City of Gold Rennen am Samstag in Meydan. Und dann gehen wir nach Frankreich, nach Cannes-sur-Mer. Die Rennen werden ja ohne Zuschauer gelaufen aktuell. Dort, das haben die Beteiligten gesagt, aufgrund des Coronaviruses, also keine Zuschauer am Sonntag in Cannes-sur-Mer. Kriterium de Vitesse de la Côte d'Azur, so wird das Rennen genannt, über die Meile. Und letztes Jahr gewann ja Redily Express dieses Rennen vor Dijon und Bahia Quesnot. Zumindest sind hier zwei wieder am Start. Aber sprechen wir erstmal über das Basierpferd Looking Superb, der Norweger.
Jean-Michel Basier versucht ja seinen Top-Pferden immer noch einen Sieg jetzt zu geben. Und so auch Looking Superb, der aber nicht mehr die Form aufbieten konnte. Er war mal Dritter in einem Vorbereitungsrennen für den Amarik, lief sogar letztes Jahr im Elite Lobet über diese Distanz, war Dritter im Vorlauf, sprang dann an im Endlauf. Wenn ich Basier draufsetzen würde, würde ich sagen, streichen. Aber Basier hat dieses Rennen schon das ein oder andere Mal gewonnen. Dijon, ich habe schon gesagt, letztes Jahr Zweiter gegen Rallye d'Express, der ist nicht mehr am Start. Jetzt hat er die Eisen runter, hat ein paar Vorbereitungsrennen bekommen, ist aktueller Elite-Loppet-Sieger. Das heißt also, die 609 Meter, das ist seine Distanz. Ihn muss man auf dem Zettel haben. Earl Simon, der kommt vom Prix de Paris, der ja bekanntlich über 4150 Meter geht. Ging noch nie unter 2100 Meter. Bestzeit von 1:10:4. Wir werden sehen, was Earl Simon hier aufbieten kann. Das Pferd ist in bester Form. Bahir Kes nur noch zu erwähnen, die Distanz passt auch. Hat in Schweden und Finnland gute Leistungen auf dieser Distanz gezeigt und sollte um die Plätze mitlaufen können. Für mich aber der Sieger wird sein der Italiener Vivid Weiß Ass mit Alessandro Giocadoro. Ich hätte gerne Gob drauf gesehen. Die Besitzer sind ja die von FaceTime Bourbon, aber der sitzt nicht drauf. Es sitzt der Trainer drauf, aber der hat im August letzten Jahres auf dieser Bahn gewonnen und zwar in 086 gegen Bahia Quesnot, der 087 lief. Also der hat sich schon eine Zauberzeit auf das Parkett gezaubert. Kriegt er die Spitze, dann ist für mich Vivid Weiß Ass, der ja, sage ich mal, im Amarik den Schutzmann gemacht hat für FaceTime Bourbon. Da gibt es nichts für die anderen. Alexander Giocadoro, sollte er die Spitze bekommen, ist er für mich der Sieger im Kriterium de Vitesse de la Côte d'Azur am Sonntag. Vivid Weiß Ass. Ja, das war es schon mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anliegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dann, machen Sie es gut und tschüss.